So, Kinder der Nacht, weiter geht's. Wir waren hier stehen geblieben. Hier gehen wir dann auch weiter. Ja, ich hätte auch die Blumen erst sammeln können. Wir schnappen uns einfach mal hier die Krieger und ziehen die zum Archer. Jo. Machen wir das doch einfach hier. Und knallen die Kollegen über den Haufen. Ma, die machen schon ein wenig Aue. So, müssen wir hier machen? Einfach nur wegklatschen oder was? Jo. Und Blümchen sammeln. Irgendwas will er mit Harpie nach Duplex. Was? Ja, das war eine Harpien-Quest, glaube ich, hier das. Also sollte ich irgendwie berichten, dass wir die Harpien getötet haben. Blume. Blume. Gras. Teleportation Device Kiva. Also ich hätte jetzt gesagt, Gras, oder? Blau. Ja, okay. Irgendeine blaue Pflanze. Ich kenne mich damit nicht so aus. Dann hätte ich gesagt, Stiefmütterchen oder sowas. Oder Teufelskraut. Aber es wäre auch ein Charaktername, den ich nicht so oft sehe. Teufelskraut. Wäre auch witzig. Ja, toll. Dann machen wir den anderen einzeln. Nein, jetzt machen wir den mit dabei. Der Skill auf der 2, der ist ein schöner Skill, der macht einen ordentlichen Dot drauf. Da sieht man auch an der Seite die 4 hochgehen. Leider ist es kein Gruppendot. Aber ja, es ist ein gemischter Charakter. Da ist es schon okay. So. Einmal nochmal Gras. Kiva. Und ab geht's zu Sina. Und dann zu Duplex. Ah, da sieht man wieder. Da werden die Blumen downgewalzt von unserer Aura. Trotzdem wackelt das Gras aber auch so, ne? Ja, das Gras nicht, aber die Blumen. Ah, da sind die Blumen von einer neueren Engine oder was? Und das Gras ist einfach mitten da drin. Okay. Ist ja witzig. Hier sieht man zum Beispiel das Modell. In Otherland ist es eine Strecke von Gras. Das hier sind viereckige Grasbündel, die hier natürlich nicht auffallen. Okay, hier schon. Ja, mir fallen Sachen auf, ne? Das merken manche Leute gar nicht. Das fällt auch oft nur auf, wenn du im Max-Grafik hast. Ich glaube, wenn man hier jetzt die Settings runter macht auf Texturen, Charakter Zoom, keine Ahnung, Quick Setting. Irgendwie auf Minimal, damit es nicht leckt, wird dann das Gras entfernt. Und dann siehst du das gar nicht mehr. Oder ich. Ja. Hier oben wird es einem ja nicht auffallen. Hier wird man sagen, okay, der Boden ist gepainted. Und die Wände sind gepainted. Wobei natürlich das hier wesentlich feiner ist als das hier. Da geben die sich manchmal nicht so viel Mühe, was ich schade finde. Da kenne ich auch andere Spiele, wo das feiner ist, aber so im Gesamten, ja, kann man es halt nie, 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 nie vergleichen mit Far Cry 4 oder mit, weiß ich nicht, ey, die neueste Unreal 4 Engine, ja, das ist einfach nun mal so. Das kostet ein Heidengeld, dann muss man das Spiel auch finanzieren und das geht einfach nicht. Und ich finde es schade, dass, ja, ich bemängel das auch und ich sage oft, das könnte man und hätte man auch anders machen können. Ja, das ist so. Aber ich finde es schade, dass viele Leute dann sagen, ja, das ist zwar Free-to-Play-Game, ich zahle auch keinen Cent dafür, aber bitte die beste Grafik. Und wehe, ihr zahlt nicht 1 Million für die Lizenzen. Und das ist natürlich auch eine Sache, wo man dann vielleicht ein bisschen überlegen sollte, dass dies hier ein absolut gutes Free-to-Play-Game ist mit
einer minimalen Pay-to-Win-Sache, wenn man wirklich so blöd ist und 10.000 Euro ausgeben möchte, dann schafft man vielleicht hier auch ein bisschen Pay-to-Win reinzubringen in diese ganze Sache. Aber das macht vielleicht einer vom ganzen Server, ja. Und für das ganze breite Umfeld ist dies eines der wahrscheinlich besten Spiele, die Area Games rausbringen könnte. Also im Stile von Area Games, ja. Also sie könnten sich natürlich auch um die Lizenzen oder was weiß ich bei Skyforge erbetteln. Gibt es natürlich nicht für das Spiel. Aber halt zum Vergleich gibt es wahrscheinlich auch andere Spiele, die anders aussehen. Ja. Aber für die Area Games Sparte ist dieses Spiel eigentlich genau richtig und passt auch genau da rein und macht auch einiges besser oder anders als andere Spiele, wo man zum Beispiel einfach nur stur angeln muss mit einem Angelbot und dann wird man auch Max Level. Ja? Und hier kann man sich sogar noch entscheiden, welche Quests mache ich, wie stark ziehe ich den Schwierigkeitsgrad an. Dann gehe ich einfach für 5 Quests höher und die XP-Unterschiede sind gar nicht mal so hoch und somit wird es schwieriger. Oder man farmt einfach und grindet einfach und damit geht es dann auch. Und dann denkt man, okay, es gibt anscheinend 3, 4 verschiedene Möglichkeiten, hier vorwärts zu kommen. Und es gibt den Sinn zum Vorwärtskommen, denn es gibt einen ganz, ganz dicken, fetten Batzen High-End-Level. End-Content-Paket. Okay. Der Gerät hat den Faden verloren. Ja. Jetzt ist hier Totenstille und ich weiß nicht wohin oder was. Okay, laufen wir weiter. Ja. Muss ich mal loswerden, so nebenbei. Ihr dürft das natürlich auch sagen. Ihr dürft natürlich auch schreiben. Nee, das ist alles Schwachsinn. Was soll denn die Scheiße? Was ist das hier für ein hässliches Ding? Was ist das? Plain Storage Pot. What? Ah, okay. Das kann man wahrscheinlich später abernten oder so. So. Das hier sieht natürlich wieder richtig nice aus. Ja? Gerade die Ecke gefällt mir. Erinnert mich an eine kleine Idee für ein Spiel. Man könnte ja auch sämtliche Maps mit vielen Sonatoren machen, wo man dann in Maps kommt mit Zufall zum Beispiel von 0,2% in eine ganz seltene Map, wo man sich zum Beispiel auch nicht reinbeamen könnte, sondern so zeitmäßig einfach so, zack, oh mein Gott, ein neues Gebiet entdeckt. Ja, so in die Richtung. Es hört sich irgendwie schon nett an in meinem Kopf. Aber in meinem Kopf reden auch so viele Geister und Gespenster. Ja. Ja. Und die andere geht da hinten, oder was? So. Ihr habt es gerade richtig gesehen. Hier unten wurde eine. Ja. Irritier mich doch nicht. Ein Skill freigespielt. Da ich da oben natürlich den ersten nicht geskillt habe, um den zweiten nicht zu skillen, sondern um den dritten zu skillen. Brauche ich wahrscheinlich den zweiten für den dritten, dann nehmen wir den zweiten, nein oder auch nicht. Vielleicht nehmen wir den ersten oder auch nicht. Nein, ich weiß es doch nicht. Provocation. Mana, Cooldown 10 Sekunden, 15% Umfang. Ja. Also auf jeden Fall overwield für das Dingen hier. Denke ich mal. Weil ich das toll finde. Weil das da hat gar keinen Umfang. Ich weiß gar nicht. Aber ich will das benutzen, denn ich habe einen anderen, glaube ich, wo ich das nicht habe. Ich habe ja noch einen zweiten und den habe ich einfach stur drauf los und dachte, doof, doof. Auch wenn die irgendwie eine Funktion haben. Anscheinend sind sie falsch übersetzt ins Englische oder so. Ich weiß es auch nicht, aber irgendwie finde ich die Funktion nicht. Oder ich weiß ich nicht. Ich bin blind. Können wir ja. Ja, wir nehmen einfach mal das Ding hier und gucken mal, was Overwield macht. Das Ding ist auch für da unten möglich. Wir schauen uns das Ganze dann auch einmal an. Und zwar schnappen wir uns hier einen Charakter, einen Gegner. So. Ja, er hat mich jetzt angeschissen und daneben getroffen. Okay, einmal so. Ja, jetzt kann ich Overwield benutzen. Da oben hat sich Blessing of Energy gebildet. Oh. Ah. Aha. Aber was das jetzt direkt macht, weiß ich natürlich auch nicht. Aber es gehört halt irgendwie dazu.
Der ist natürlich richtig geil, ja, der Konter. Ach, die sind 27 vom Level her. Ah, da sieht man jetzt, da ist der Schwierigkeitsgrad natürlich angestiegen. Weil die Gegner, hat man ja gerade gesehen, dann natürlich mehr Damage machen. Ah, da, jetzt sieht man, wofür die Dinger hier sind. Das sind Questlöcher. Ich nenne die so, weil ich es kann. Und hat Research Center Camp vor. Du benötigst neue Witchcraft wie Hexenkraft. What? Ah ja, egal. So, machen wir das mal hier richtig dort drauf. Dann packen wir den dazu. Der ist ja instant. Packen den da drauf. Den. Und den. Ja, also es ist eigentlich ganz easy mit der, der kann dann auch ein bisschen anspruchsvollere Gegner haben und auch ein paar einsammeln. Mensch, warum läufst du nicht? Und schauen wir mal hier. Man, trotz alledem, dass man hier den Wirbel macht, sucht man sich natürlich auch immer einen Mob raus. Jetzt zum Beispiel stehen ja nur noch zwei. Wenn der eine weg ist, sind zwei natürlich auch wieder einfacher. Also nimmt man trotzdem auch hier unten den Dot. Vor allen Dingen auch, weil den Damage hier raushaut. Es sind nicht 75 im Dot, sondern 7,5%. Aber wegen dem Grunddamage, ja, weil der einfach rauszuknallen ist, der Skill, und nicht, der muss ja hier nicht ewig casten, nutzt man diese Skills auch für die Mobs, die in der Gruppe drin sind, damit man einzelne direkt aussortieren kann, sozusagen. Ja, ich nenne das mal aussortieren. Man sollte ja nicht warten, dass in der Wirbel wieder funktioniert, sondern dann klatscht man halt auf einen Einzelnen, indem man sich dann vorher raus fokussiert, dann auch die einzelnen Skills. Muss ja nicht, ich brauche noch einen Manipulated, ne, und noch einen Dominate, ja. Und da hinten sind auch noch welche, ja, das passt ja. Dann nehmen wir uns hier erstmal die hier. Guck mal, das Ding hier macht. Aha. Ja, so ganz genau weiß ich das noch nicht. Man müsste natürlich hören oder lesen. Ich glaube, das erhöht die Aktivierungschance der Counter-Attacks. Aber so genau kann ich das leider nicht sagen. Weil ich es halt nicht lesen kann. Und daher ist es auch egal. Also natürlich nicht ganz egal, ja. Man benutzt diese Skills natürlich nicht, weil man sie nicht lesen möchte. Oder man skillt die, weil man sie eben nicht liest und nicht benutzen will. Sondern wenn... Wenn ich nachher da mal ins Forum gucke, beziehungsweise auf die englische Seite, dann werde ich mir mal anschauen, wofür das Ding da ist. So. Jo. Dann werde ich vielleicht euch auch erzählen, heimlich, nebenbei mal, was das Ding kann. Oder. Ich verrate es euch, wenn es Level 30 ist. Hier der Charakter. Wobei dann natürlich 6 Level ist natürlich schon noch eine ganze Ecke. So, kann ich hier durch? Ja. Kann ich ohne dadurch? Auch nicht. Das ist natürlich auch eine Sache. Ja. Ja. Da kann ich auch nicht hoch. Also das sind Sachen, was ich eigentlich selber persönlich nicht so mag. Da fand ich Rift damals sehr geil, wo man halt alles ablaufen konnte, ey, jeden Scheiß, ja. Ja, du hörst mal auf zu heulen, Kollege. Ah, das ist dieser Black Magic Restoration Research Society. Mann, Mann, Mann.
So, wer gibt? Mach mal 100. Ah, okay. Wer hier nur die Folge sieht, dem ist gesagt, ich habe erst mit Level 20 hier mit dem Kollegen angefangen, die Questreihe zu zeigen. Davor ist es mit einer anderen Klasse, mit einem Guardian, den ich als Earth gespielt habe und den man auch als Storm spielen kann. Der ist aber jetzt Level 40 und vielleicht zeige ich dann einfach, wenn der hier Level 40 ist, switche ich wieder um auf den Guardian und zeige dann mit dem Storm, was der halt als Storm kann. So, jetzt müssen wir uns hier erstmal damit vergnügen. Packen das da rein. Da fehlt der Stein. Wieso fehlt denn da der Peridot? Ist das dein Ernst? Ist das echt dein Ernst? Wo sind denn die Steine? Ja, Läuse. Finde ich nicht witzig. Könnt ihr lachen, wie ihr wollt. Ja, das ist ja komisch. Also irgendwie verschwinden hier Sachen, die ich irgendwie vorher hatte. Ist es da drin? Nee, da ist es natürlich nicht drin, aber den kann ich mal identifizieren. Ist für den Rogue. Nein, danke. Da ist nichts drin. Es ist ja echt komisch, ey. Also ich bin mir ziemlich sicher gewesen, dass ich hier unten gesammelt habe, um die nächsten Steine zu machen. Also 8, 16, 32, 64 Steine wollte ich eigentlich hier unten sammeln. Und deswegen ist auch nirgendwo was drin. Ja. Anziehen kann ich auch das Dingen. Und dem fehlt Crit-Rate. Ja, und irgendwie fehlen mir immer mal wieder Sachen. Ich habe das schon bei anderen Charakteren gesehen, dass dann einfach Sachen weg sind. Und ich nicht weiß wieso. So. Jetzt haben wir wieder 6, 7 Damage mehr. Ist natürlich schön. So mag ich das. Essen hier unseren Kuchen noch weiter auf, damit hier unten das Schild steigt. Oh, ist das hoch. Ist ja auf Max. Da weiß ich auch nicht, wie das jetzt so passiert ist, dass das Ding jetzt hier endlich mal Max ist. 10% mehr. Vielleicht komme ich auch deswegen hier so gut durch. Nehmen wir mal das da. Ah, hier sieht die Bandagen und so mal raus. Schauen wir da mal rein, was kommt da raus? 7er, weg damit, wollen wir nicht. Ja, die Pille packen wir weg, brauchen wir ja nicht, ist ja voll. Pille macht das Essen auf die Energie. So. Item Dealer. Da gehen wir hin, um die ganze Crap-Gedöns-Drops hier zu verkaufen. Ja, man braucht die natürlich später, da macht man das nicht. Ich brauche sie nicht, weil ich weder einen Kollegen habe, der mit mir craften möchte, noch habe ich den die Lust dazu, mir hier einen wegzucraften. Und deswegen verkaufe ich das Zeug. Die Tränke sind gut genug, die reichen. Und das andere Zeug sind, glaube ich, Mana Scrolls und Out of Battle Scrolls. Also wenn ich dann zum Beispiel jetzt hier bin, könnte ich dann halt noch so eine Rolle essen neben der hier. Ja. Warum hier die Leichen immer Quests geben, weiß ich auch nicht so genau. Das ist anscheinend auch so eine beliebte Sache hier im Spiel. Was haben wir denn da? Machen wir auch. Confirmation. Was? Nee. Aber ganz bestimmt nicht. Mein lieber Kollege. So. Finish. Das war's auch schon wieder, ey. Da gibt's ja nicht.
Renne ich schon so weit vor? Ja, ich zeig mal hier die Map. Ach da, hier hinten waren wir ja vorher, sind hier oben mal hingelaufen, dann hier rüber, hier runter. Hier sind wir hier auf der Seite. 28 bis 35. Wo geht's denn hier weiter? Upp. Weitergehen würde es hier zum anderen Dungeon. Short, Fort, Shadow Fort. Herzlichen Glückwunsch, hier geht's hoch nach Remain. Ja, also hier müsste man dann hoch, um weiterzukommen. Das heißt, ich muss 35 oder 30 plus auf jeden Fall haben, um dann in die nächste Weltgeschichte zu kommen. Nächster Kontinent nenne ich das, weil das einfach hier in vier Teile unterteilt ist. Sieht man ja, wenn ich hier rausgehe, ist hier unten 1,20, 20, 35, 35, 50, glaube ich, hier oben. Ja, 35, 50 insgesamt. Und 50, 60 so. Ist ein bisschen komisch unterteilt. Aber ist schon in Ordnung, passt schon. Also bis jetzt, ja. Ist das alles im Rahmen? Burks Bones. Buddy, was, wen sollen wir hier? Sollen wir den filetieren oder was? Sollen wir mit nach Hause bringen? Okay. Dunkle Leopardenkatzen. Ach, das ist ein, ach ne, was machst du denn? Bist du jetzt ein Ninja oder was bist du jetzt? Das heißt, die müssen wir alle einzeln wegknallen. Och, noch 10 Stück von denen oder was? Und dann müssen wir die schnetzeln oder was muss denn da? Knochen. Och, du Scheiße. Da haben wir den Knochen rausgeholt, die müssen wir wohl mitbringen. Und müssen das bei jedem einzelnen Mob hier machen. Er schreit hier nach der 7. Ja, Bergdieb anscheinend bei denen auch. Ja, das sind Nahkämpfer, dann nehmen wir lieber davon 3 Stück plus die Katzen und hoffen, dass wir am Leben bleiben. Komm, du auch noch mit dahin. Ja, das sieht ja ganz easy aus. Also, das ist ja hier. Ja, da fehlt das Lootpad oder der Multiloot. So, hoffentlich kriegen wir hier auch alle, ohne vorher aufzulösen, eingesammelt. Was ist denn hier mit der Katze? Kann man die auch auseinandernehmen? Nein. Ja, alles klar. Ja. Und somit haben wir dann auch schon wieder 6 zusammen. Das ist ja ganz, ganz locker. Was haben wir denn hier hinten? Robber. Nehmen wir hier den Dieb mit. Den Dieb. Und gehen hier hinten zu dem. Dann hätten wir 9, dann brauchen wir noch einen einzelnen. Ja, läuft ja ganz gut hier. Lecker Knochen. Habe ich doch gerne, so als Wolf.
Schön zum Reinknabbern. Bin mal gespannt, wann es klassenspezifische Quests gibt. Also so, wo man sagt, hier der eine muss dies machen, der andere muss aber das machen, weil er eben eine andere Klasse hat. Weiß ich gar nicht, ich kann mich gerade eigentlich wenig daran erinnern, dass es sowas speziell außer für... nein, Filetieren. Dass es sowas außer bei Prüfungen, so, ne, Klassenprüfungen für die nächste Stufe gibt. Ansonsten wüsste ich das eigentlich nicht, dass jetzt manche hier Sand sieben müssen, der Krieger muss Palmen ernten und der Nekro muss hier die unterwerfen oder irgendwie sowas, ja, dass das einfach unterschiedlich ist, dass man sagt, selbst wenn man eine andere Klasse spielt, hat man eine andere Questreihe oder Nebenquest. Also mir würde hier einiges mehr einfallen als dieses Sandhaufen und die Leute filetieren. Man könnte auch noch so viele andere Sachen, ja, man könnte die Maps so zuballern mit Quests. Ich weiß nicht. So, dass man einfach die Möglichkeit hat, verschiedene Wege zu gehen. Das heißt, wenn man die eine macht, schließt sich die andere Quest aus. Ja, so dass man dann halt sagen muss, ja, du brauchst drei davon der Quest. Dreimal Quest A, dreimal Quest B, dann kannst du Quest C freischalten und die gibt dir ein spezielles Item. Und hättest jetzt zum Beispiel ABAB gemacht und dann CDE oder so, ist halt ganz anders. Und das wäre dann auch schon noch sehr interessant, so eine Art im Spiel zu haben. Hier, das machen wir auf jeden Fall. Unsere Seelen in den Seelenbaum zu packen. Wir schicken sie in den Himmel oder so, ich weiß auch nicht. Manche finden das ganz witzig, wenn ich das Ding einen Seelenbaum nenne. Ja, das war's dann auch schon wieder hier von der echt netten Map mit dem netten Himmel. Sogar die Wolken bewegen sich, oder? Ja. Sogar die Wolken bewegen sich, das ist ja nett. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein.